bist immer auf der Suche nach günstigen Outdoor-Messern. Ja, dann ist vielleicht das Fiskars K40 bzw. das Böker Magnum Falun eine Lösung für dich. Wenn du wissen willst, ob diese Teile, obwohl sie sehr wenig kosten, dennoch dein Geld wert sind, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Shop Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, was hat es nun auf sich mit diesen beiden Messern? Du kriegst unten den Link auf Amazon bzw. zu mir in den Shop und wirst sehen, die sind sehr, sehr günstig. Aber wofür sind die überhaupt da? Und das wird man klären, bevor ich den Test mache. Ganz kurz. Also, diese Messer sind dafür da, wenn du die zum Beispiel einem Kind gibst und sagst, okay, ich möchte ihm ein scharfes, praktisches, gutes Messer geben, aber ja, wenn es kaputt geht oder wenn es verloren geht, dann bin ich nicht traurig. Wenn ich mein 200-Euro-Messer hergebe und es ist weg oder es ist kaputt, dann macht das emotional einen anderen Schaden, als wenn das so ein Billigstore-Verteil ist, wie man das so schön sagt. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, immer dann, wenn du ein leichtes, und es sind beide sehr leicht, kompaktes, aber trotzdem brauchbares Messer im Rucksack zum Beispiel mithaben willst, damit du ja arbeiten kannst, damit du etwas herstellen kannst, damit du die Jause schneiden kannst, damit du ein Seil schneiden kannst. Also das könnte auch ein Backup-Messer im Rucksack sein. Das heißt, auf der einen Seite hat man vielleicht, hast du ein teures Messer mit, no? Und auf der anderen Seite irgend so ein Billigstore verteilt. Aber das ist jetzt nur meine Meinung. Beide sind nicht Full-Tang, sondern haben nur einen Erl, der hier eingebaut ist, ungefähr bis hierher, beim Falun, beim Böker und beim Fiskars ungefähr bis an diese Stelle. Und jetzt höre ich auf zu labern, jetzt schneiden wir mal was. Ja, mach mal einen kleinen Schnitztest. Ich habe jetzt hier einen Stock von einer Linde und das erkenne ich daran, dass sich hier unten dieser Bast herauslöst. Riecht auch sehr eindeutig. Es gibt bei mir ja den Survival Mentor, da gebe ich da auch unten den Link, das ist ein Jahrescoaching, alles billige Eigenwerbung, ist ganz klar. Und es gibt auch den Baum Mentor, wo ich dir jede Woche einen neuen Baum vorstelle als Nahrung, Medizin und für den Survival nutzen. Und das hier, das wäre jetzt passt, um eine Schnur zu drehen, aber wir wollen ja nicht in die technischen Details gehen, sondern wir wollen ein bisschen schnitzen. So, ich beginne mal, ja, diese da abzubrechen und ich versuche jetzt so tief wie möglich und so reinzugehen. So, Linde ist ein sehr, sehr weiches Holz. Würde sich, wenn das ein bisschen stärker wäre, auch wunderbar für den Handdrill als Bohrbrett eignen. Fingernageltest besteht das auch. Schau mal, ich habe mit dem Fingernagel hier, Kamera bitte scharf schalten. Ach, sie will nicht so richtig, aber du kannst es vielleicht erkennen, hier konnte ich mit dem Fingernagel reingehen. Also es ist ein sehr, sehr weiches Holz. Das war jetzt mal das Fiskars K40. Jetzt nehmen wir das Falun. Setze ich ein Stück weiter hinten an und schaue, wie ich da durchschneiden kann. Geht auch, aber da brauche ich schon den Power Cut. Du hast gesehen, bei dem Fiskars bin ich durchgefahren und da hatte ich jetzt den Power Cut nötig. Und wie gesagt, es ist ein relativ weiches Holz. Und ja, das ist einmal der Schnitztest vom Falun. Geht so. Und jetzt nehmen wir noch einmal das Fiskars. Ja, und schau mal her. Ich glaube, du siehst es selber, also das Fiskars hat ganz einfach viel mehr Power. Und das liegt nicht daran, dass das eine besser geschliffen wäre als das andere. Sie sind beide scharf gemacht. Das Fiskars, und das wusste ich auch vor dem Test schon, weil ich habe das schon bei meinen Survival Trainings den Trainees gegeben und ich selbst habe es auch mitgehabt. Das ist bissig, das ist schnittig. Das ist ein Messer, das ich da im Vergleich zum Falun empfehlen kann. Aber ich habe schon vorgegriffen. Gehen wir weiter. Beide Messer sind nicht dazu gemacht, irgendetwas zu batonieren oder etwas ja, auszuschlagen. Da sind sie einfach zu leicht und auch nicht gemacht dafür. Kleinigkeiten, also wenn du jetzt sagst, du musst Feuer machen bei Regen und du willst irgendeinen kleinen, dünnen Ast spalten, das geht natürlich, aber jetzt wirklich Betoning, so richtig fette Teile, das geht damit nicht, da musst du dir einen Spaltkeil machen. Erklär mal auch, das kennst du ja vielleicht schon. Also das ist auch mal okay. Aber dafür sind sie nicht gemacht. Wenn du die beiden Messer jetzt vergleichst, siehst du, dass das Falun deutlich dünner ist und das K40 deutlich stärker. Nun wollen wir, ich weiß, was ich da tue. Ich weiß es. Ja? Ich weiß, ich habe auch einen Verband. Jetzt kannst du sagen, du weißt vielleicht nicht, was du tust, René. Doch, ich weiß, was ich tue. Das war kein Messer. Also, Feuerstahl, Bedienung. Das ist der letzte Feuerstahl meines Lebens oder deines Lebens. Billige Eigenwerbung, natürlich kriegst du das bei mir im Shop oder auf Amazon. Das geht natürlich wunderbar hier mit dem Fiskars. Ich weiß, was ich tue. Und es geht natürlich auch mit dem Falun. Und da muss ich sagen,
Das geht mit dem Falun ein bisschen besser, weil der Klingenrücken vom Falun deutlich schärfer ist als das, ich weiß, was ich tue, beim K40. Aber es geht auch und das soll nicht unbedingt das Problem sein. Also Feuerstahlbedienung ist auch mit beiden auf jeden Fall einfach möglich. Jetzt beim Herumwandern habe ich zufälligerweise doch ein Abfallstück von einer Linde gefunden und das ist natürlich ideal. Denn die Dicke hier, das ist ungefähr Daumendicke, da kann man schon mit dem Handtool arbeiten und mitunter auch mit dem Bowtrill, also dem Feuerbogen. Und Lindenholz ist ideal dafür. Das ist ein bisschen feucht, das ist vom Boden, also ich habe es am Boden gefunden. Gib jetzt mal die Rinde ab. Und da ist zum Beispiel auch etwas, was ich bei einem Survival-Messer ganz einfach mir wünsche, das ist zumindest mein Wunsch, dass ich mit dem Klingenrücken, deswegen Multifunktionalität, zum Beispiel solche Schabarbeiten machen kann. Damit, ich meine, sicher, ich kann auch 90 Grad mit der Klinge jetzt gehen und hier die Rinde abputzen. Ja, ist klar, oder ich kann es mit der Hand machen. Wenn es schnell gehen muss, ist vielleicht das Messer gescheiter. Aber wenn das hier hinten scharf ist, dann passiert das. Nämlich, dass ich wirklich auch das Material runterkriege. Und wenn es abgerundet wäre, wäre das nicht der Fall. Und das liebe ich an einem Messer und das macht das Falun mit. Und das macht aber auch das Fiskars mit. Vielleicht nicht ganz so gut, weil es nicht so scharf ist, aber da müsstest du dann, wenn dir das nicht scharf genug ist, der Klingenrücken, dann müsstest du halt arbeiten, von Hand sozusagen und das noch einmal anschärfen. Kann man tun, aber ist eigentlich gar nicht wirklich notwendig. Dieser Teil hier jetzt da, der Teil da, der ist schon richtig, richtig gut. Den kann man jetzt abflachen. Bauerkart. So, und damit hier eine flache Seite machen und auf der Gegenseite auch. So, das machen wir jetzt natürlich nicht mit dem Fiskars. Ein Messer wirft man normalerweise nicht so auf den Boden, so wie ich das jetzt da brutal mache, aber für den Test und es ist meine Verletzung und ich weiß gar nicht, wo ich alles hingeben soll. Verletzung. Naja, da habe ich mir einen Schlumpf gemacht. Vielleicht erzähle ich dir das auch einmal. Also wenn dich interessiert, wenn dich Erste-Hilfe-Techniken interessieren, dann schreib mal unten einen Kommentar. Und schreibe einfach hin, ja, Auto-Erste-Hilfe, Reini. Dann machen wir auch ein paar Videos dazu. Da hole ich dann meinen persönlichen Notarzt, den Dr. Thomas Gierges, her. Und dann reden wir ein bisschen über Auto-Erste-Hilfe. Und das ist einmal eine feine Sache. Ich merke jetzt beim Schnitzen, ja, wo ich da diesen flachen Teil hier machen will, das Falun beißt einfach nicht so gut. Ja? So, jetzt habe ich beide Seiten angeflacht, da und da. Und dann macht man hier auch nochmal eine flache Stelle, also einen Winkel hier. Und damit hat man jetzt ein Bohrbrett hergestellt. Weil ja auch immer wieder die Frage ist, ja, wie stelle ich mal ein Bohrbrett her? Ja, genau so. So, jetzt ist das aber insgesamt ein bisschen zu lang. Jetzt mache ich die Biber-Technik. Und zwar, ich möchte es hier an der Stelle ohne eine Säge ablängen. Ja, also abkürzen. Dann schnitze ich rein, rundherum. Habe jetzt kreisförmig hier an der Stelle, wo ich es brechen will, reingeschnitzt von einer Seite. Und geht mit dem. Ja. Und jetzt nehme ich das Fiskars, das heißt, ich drehe es um. Und mache hier nichts anderes als eine Sollbruchstelle. Und allein, schau her mal. Und das liegt nicht daran, dass ich fake oder das ist einfach so. Mit dem Falun bin ich ein Stückerl reinkommen da. Und da setze ich jetzt von der anderen Seite mit dem Fiskars an. Und das fetzt einfach, das tut einfach. Es gibt ja einige YouTuber und einige Bushcrafter, die dieses Fiskars K40 nicht so gern mögen und sagen, naja, ist nicht so gut wie Mora. Das mag sein, das kann sein. Aber ich kann nur sagen, dass dieses Fiskars K40 alles tut, was es tun muss. Für ein Messer in dieser Preisklasse und ein Messer in dieser Länge und in diesem Auslieferungszustand. Das ist ja nicht dazu da, dass ich, wie gesagt, am Baum fälle, ja? Sondern das ist ein kleines Arbeitsmesser, das scharf sein soll und man kann es auch schön nachschärfen. Das geht übrigens mit dem Falun auch, wobei ich das Gefühl habe beim Falun, auch wenn ich da immer wieder mit dem Schleifstein drüber gehe, so richtig scharf wird es nicht. Ist dir das auch schon einmal gegangen, dass du ein Messer hast und du schärfst, ja, und das wird einfach nicht scharf und du tust und du machst und dann gibt es welche, da fährst du ein paar Mal drüber. Es wird wahrscheinlich am Stahl liegen, aber ja, ist ganz einfach so. Das Falun kriegt man nicht so gut scharf wie zum Beispiel das Fiskars und du merkst auch, dass ich lieber mit dem Fiskars arbeite. So, und jetzt haben wir für den Handtrill, ja, schon aus einem Lindenstück den Bohrer hergestellt. So, was ich mit beiden gut machen kann, ist, dass ich hier
Und das Messer nimmt man so, ja, also nicht so bohren. Ich weiß, jetzt sagst du, ja, der mit dem Schlumpf, der sich am Finger weh dann hat, ja, ja, der will mir was über Messersicherheit erzählen. Es war kein Messer, ja, egal. Schau mal her, das heißt, du bohrst so oft an dieser Art, bohrst du mal ein Stückchen rein, damit du dann nachher hier zum Beispiel mit einem Beifuß oder mit einer Königskerze oder mit einem Spindelstrauch oder ja, auch mit einem Haselnussstock, ja, wenn du das gut drauf hast, hier den Drill machen kannst. Der Punkt ist, das geht mit beiden Messern, da sind sie, passt genau schön gut in die Hand, das ist super. Und das Falun würde auch gut in der Hand liegen und ist auch sehr nett, aber es ist halt einfach nicht ganz so scharf und nicht ganz so toll, wie man das vorstellt. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich komme jetzt auf den Punkt, damit das wieder nicht so lang dauert. Wenn du dir eines von den beiden checken willst, dann würde ich die paar Euro mehr ausgeben für das K40. Ja, für das K40, weil es noch einmal bissiger ist und noch einmal besser ist. Von den Scheiden, da will ich gar nicht drüber reden, die sind gleich gut, das ist kein Thema. Das hier ist noch einmal ein bisschen leichter. Ich finde, dass es mir liegt es besser in der Hand, das Falun, aber irgendwie das mit dem Anschliff. Ja. Also ich kriege das mit der Zeit einfach, ich kriege es nicht so scharf, wie ich zum Beispiel das Fiskars scharf kriege. Und das ist für mich ein Kriterium. Vielleicht bin ich unfähig, ja. Schreib mir unten einen Kommentar, wie du das siehst, ob ich unfähig bin. Das weiß, ich meine über das Falun natürlich, ja. Schreib mir bitte einen Kommentar, wie du das siehst. Und ja, also wie gesagt, mein Favorit ist das. Wo ist der Einsatzgebiet bei dem? Wenn ich ein Backup-Messer brauche, das halt ein bisschen schnitzt, wo ich nicht den absoluten Top-Anspruch habe, dann ist das okay. Oder ja, wenn ich ein Arbeitstier brauche, das vielleicht auch kaputt gehen kann. Ja, wie auch immer. Ja, ich würde sagen, wir machen gemeinsam mal diesen Handdrill. Ich habe jetzt hier einen Spindelstrauch. Ich habe ja auch, mache das Ganze jetzt gleich mit dem K40, weil das ist mir ein bisschen lieber. Wir haben hier den Linden, das Lindenbohrbrett, und dann machen wir das ganz einfach mal. Ich habe jetzt hier vorgebohrt, sozusagen mit dem Messer, schon einmal ein bisschen reingemacht. Und ja, dann setzen wir mal los. So, und was gleich jetzt hier passiert ist, dass sich Staub bildet. Siehst du da? Das ist der Staub, der sich da bildet. Und der ist ganz, ganz wichtig. Also der ist relevant für diese ganze Geschichte. So, dann noch einmal. So schaut das dann einmal aus. Jetzt müssen wir vorbohren, ja? Also eine Kerbe machen, das wollte ich damit sagen. Das heißt, ich setze jetzt hier wiederum das Messer an und schau mal, wie weit und gut ich damit diesen K40 eindringen kann. Das ist wirklich nett. So, jetzt gehe ich mit dem Falun her und versuche das. Ja? Ich schnitze jetzt in meine Richtung, aber ich passe sehr gut auf dabei. Ja? Das Falun, das ist ein Schatz. Das schneidet nicht so gut. Schau her, da mache ich einen Schnitt, zack, und ich bin drin. Und beim Falun muss ich hin und her machen und herumtun. Ah, das ist fürchterlich, das ist wirklich fürchterlich. So, jetzt wird mir ein bisschen warm. Jetzt ziehen wir die Jacke aus. Die habe ich auch schon einmal vorgestellt. Das ist diese MFH, glaube ich, Scorpion heißt die. Das ist eine coole Jacke, so eine Softshell-Jacke mit einem Fleece-Inlet, ist toll. Aber sauwarm, wirklich sauwarm. Gut. Dann legt man sie normalerweise da drunter irgendeine Art von Blatt. Ja, ich nehme jetzt hier ein Blatt. Weißt du, was das für ein Blatt ist, von welchem Baum? Ja, ist ein Ahorn. Und das wusstest du vielleicht. Aber weißt du, was du mit dem Ahorn alles machen kannst? Was der als natürliche Ressource für dich bietet? Nein? Interessiert es dich? Dann schau bei meinem Mentorprogramm vorbei. Wenn es dir nicht interessiert, ist dir eh wurscht. So, dann legen wir los.
Ja, das Problem dabei ist, ich bin durch. Keine Glut, aber ich bin durch. Da geht nichts mehr, da ist kein Fleisch mehr. Da ist überhaupt nichts mehr, da ist kein Fleisch mehr. Also ich habe es durchbohrt. Da ist nichts mehr da. Und leider hat es nicht gereicht. Es hätte noch 2-3 Mal wahrscheinlich gebraucht, um ja, diesen Staub hier zu entzünden, also entzünden, ins Glühen zu bringen. Aber da ist einfach nichts mehr da. Ah, fürchterlich. Aber es ging ja jetzt nicht darum, dass ich da den Handdrill zeige, sondern es ging einfach darum, diese Messer zu testen. Aber macht ja nichts, macht ja nichts. Hast du schon einmal den Handdrill gemacht? Willst du den üben? Willst du wissen, worauf es dabei ankommt? Ich mache wieder billige Eigenwerbung, dann kommt beim Survival-Mente vorbei, weil da schauen wir uns das alles im Detail an, mit unterschiedlichen Holzsorten, wie man die Kerbe macht, welche Materialien man auswählt. Aber ist so. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Messer sind okay. Wenn du dir eines von den beiden kaufen willst und auf meine Meinung hörst und sagst, Reini, sag mal welches, nimm das K40, du wirst damit zufrieden sein, bin ich mir sehr, sehr sicher. Hab's bei den Trainings mitgehabt und die Kursteilnehmer, niemand hat irgendwie gesagt, na, komisches Messer. Ich habe auch das mitgehabt und da haben die Leute, manche haben gesagt, haben gar nicht gemerkt, was sie da eigentlich haben, weil sie keinen Bezugspunkt hatten und sagten, ich weiß gar nicht, ja, was gut oder was schlecht ist und waren damit zufrieden. Aber die schon ein richtiges, scharfes, gutes, gut gehendes Messer in der Hand hatten, die haben gesagt, ja, Reini, ist lieb, aber ich will was anderes. Ich mag dir jetzt um einen Kommentar bitten, wie du das siehst. Daumen nach oben oder nach unten. Ja. Abo, wenn du das erste Mal hier bist. Link zu all den Produkten findest du unten. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Reini Rossmann. Bis bald und ciao.